Hallihallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Projekt hier auf dem Channel. Ich bin immer noch Yumika und wir spielen heute Te Anknown Si, Episode 1. Und ja, mir ist vollkommen klar, dass ich Anknown wahrscheinlich total falsch ausspreche, aber das ist okay, das ist okay. Ihr seht schon, das ist ein Indie-Game der extravaganten Klasse, kostet 11, 12 Euro rund. Aber ja, nicht mal das haben wir dem Spiel gerade eben gegönnt, denn wir spielen heute die Demo und schauen uns das erstmal an. Wenn es mir gefällt, werde ich es natürlicherweise kaufen und weiterspielen, und wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe gesehen, das Spiel kann man sich auch am PC holen, weswegen ich sehr misstrauisch gerade war, weil das habe ich im Xbox Store Sommer geholt und alles, was ich aus dem Store bis jetzt geholt habe, war Schrott in dieser Hinsicht. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, aber egal, wir fangen jetzt einfach mal an hier. So, Demo, Level 1. Jetzt geht's. Unknown City. Horror begins now, Episode 1. Die Grafik. Steht da ernsthaft hinten einfach nur Police drauf? Alles klar. Wir reisen noch für eine Stunde. Ich denke, wir werden in 20 Minuten die Hauptbasis erreichen. Also mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich tue mein Bestes hier. Wir haben uns anscheinend verirrt. Unsere Partnerin scheint eine ziemliche Bitch zu sein, oder? Oh mein Gott, wir spielen schon. Jetzt geht's ab hier. Ja, sag's mal. Okay, wir haben uns verfahren und wissen nicht, wo wir sind. Also, wir sind ja mal Supercop 2018 auf jeden Fall. Also, da sieht man schon. Das nennt man Polizeiarbeit. Kommen wir auch langsam an. Das Intro geht mir ein bisschen. Oh. Du solltest langsamer fahren. Muss ich jetzt entscheiden, wo ich hinfahre? Nee. Okay, what? Okay, wir sind verloren, oder? Sind wir nicht? Bitch. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg und in 20 Minuten sind wir in der Hauptbasis. Können wir jetzt irgendwie was machen? Ist das die Google-Stimme? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist Google-Übersetzer. Das sind die Stimmen von Google-Übersetzer, merke ich gerade mal so. Ich sehe jetzt schon, das Spiel wird absolut Premium. Ich sage mal, die Straße sieht nicht so unbedingt so aus, als sollte man auf der fahren. Die sieht so ein bisschen alt aus. Ah ja, das hilft. Das ist so geil. Du kannst nicht auf dem Zebrastreifen stehen bleiben, das ist ein bisschen nicht so geil, weißt du? Was passiert? Achso, das Auto ist hin. Achso, ein Zufall aber auch. Und guck mal, da ist Standardtür Nummer 27 aus jedem Indie-Game, das man kennt. Ist das so? Aber es ist geil. Huch. Ja, genau, das Auto geht wegen dem schlechten Wetter kaputt. Das glaube ich dir jetzt aber aufs Wort.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber langsam nervt mich das ein bisschen. Kann ich jetzt mal irgendwas machen? Ich würde mich langsam gern mal einblenden. Sonst kann ich euch keinen Augenkrebs geben. Ohrenkrebs ist nicht genug. Oh, cool. Oh ja, bitte. Ich habe mir jetzt hier eigentlich eine richtig krasse Cutscene ausgedacht, dachte ich. Was ist das denn? Warte mal, ich blende mich mal. Hallo. Wie komme ich hier raus? Alter, was finden wir? Ja. Gibt euch das, Leute? Warum sind wir Polizist? Wir könnten für bei Olympia mitmachen. Oh, wie was sind denn wir für Polizisten? Was sind wir für Polizisten? Wir sind doch eher SWAT oder sowas. Warum haben wir denn so ein normales Polizeiauto? Huch. Alter, die Frau ist stark. Die kann uns einfach wegschieben. Die schubst uns einfach weg. Alter, ich glaube, die will wirklich nicht berührt werden, die Frau. Alter, der Kopf. Bitte werd gefressen. Dieser Ort ist seltsam. Ich sehe niemanden hier. Ist das so? Also, ich sehe eine ziemlich krasse Chunky-Stadt. Also, ich habe ein gutes Gefühl, dass zwei Polizisten in so ein abgefucktes sonst was reingehen. Finde ich gut. Ich wette, die Polizei ist hier sehr willkommen. Macht denn die Taste? Okay. Kann ich die Diegel auch in die Hand nehmen? Und das für ein Geräusch? Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein anderes Auto an. Kann das sein? Oh, ein Fahrrad. Wir können auch einfach das Rad nehmen. Ich habe ein schlechtes Gefühl über diesen Platz. Wir könnten auch einfach das Fahrrad nehmen, ne? Wir könnten ein bisschen ausbeulen. Hier sind ja das wird schon klappen. Okay, wir können hier nirgendwo rein. Hallo, ist irgendjemand da? Wir brauchen Hilfe. Du bist... Geh weg! Du bist fucking creepy! Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ja. Den ignorieren wir einfach mal, dass er fett am Bluten ist und alles, ne? Und ja, alles an. Warum gehe ich eigentlich vor? Oh, nein! Ich fühle mich bedroht! Help! Help! Don't wanna die! Oh, das ging aber fix, also ihre Stimme hat ausgereicht. Ah, natürlich. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Zwei Fragen. Erstens, wie bin ich in diese Ecke gekommen? Und zweitens, warum entführen Zombies Frauen? Alter, das ist voll schwer zum Zielen. Kann ich auch eigentlich auch rennen? Ist das irgendwie möglich? Oh, Dracula ist auch da. Oh mein Gott. Wir sind verloren, Leute. Oh mein Gott. Oh. Und da lebt immer noch.
Dracula ist angepisst. Es sieht vielleicht nicht so aus, Leute, aber das Zielen ist so unglaublich schwer. Gibt's hier keine Option oder so? Oh, Kreis ist Option, okay. Ich mach das jetzt mal runter. Habe ich das überhaupt gespeichert? Eigentlich schon. Bleib mal bitte. Achso, ich muss nachladen. Warte mal kurz. Oh! Bleib mal kurz. Mr. Zombie Crawler, wo sind Sie denn hin? Oh, ups. Das wollte ich gar nicht. Wie wächst ich? Egal. Okay, wir sollen hier hinrennen. In den Einstellungen stand, dass man rennen kann irgendwie. Ah, so wächst sich die Waffen. Okay. Dass man. Man kann wohl anscheinend rennen und ich drücke dauernd Viereck, weil Viereck die normale Taste zum Nachladen ist. Alter! Will ich wirklich fragen? Will ich das? Hä? Alter, das ist ja ein Motherfucker. Boom! Bleib bitte kurz stehen. Okay, man muss alles töten, um die Tore zu öffnen. Okay, verständlich. Könntest du weggehen, du behindertes, dummes Menü, das keine Sau braucht? Danke. Ich schnappe erstmal die Munition hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man rennt. Okay, zielen ist rennen. Verstehe. Gut, dass das mal geklärt ist hiermit. Aber mit der kann man nicht... Wieso kann ich mit der Schrotflinte rumrennen, aber mit der Waffe nicht? Warum? Hat das einen Grund? Hat es einen Grund? Mit der kann man rennen, aber mit der Pistole nicht. Okay, verstehe. Sag mal, was sind denn das für Badass-Zombies? Oh. Kann... Boah, die sind so eklig. Okay. Pokémon, ja. Killing all the monsters. Ja. Wie all the monsters. Wo ist denn da noch was? Dann muss ich auch noch hier durch diese Bimbo-Stadt rennen und irgendwelche Zombies suchen? Ja, das kann ja nur toll werden. Hallo, Zombies. Seid ihr hier? Einer da von euch? Irgendjemand? Okay, ich stelle keine Fragen. Ich gehe einfach mal weiter. Und schau, wo die restlichen Zombies denn alle sind. Denn es macht sehr viel Spaß, hier rumzurennen und diese letzten Zombies zu suchen, die anscheinend nicht hier da sind. Finde ich super. Hat das Spiel gut gemacht. Muss ich schon sagen. Also die 12 Euro ist es bis jetzt auf jeden Fall wert. Soll es Geld sein? Nee. Irgendwie Blut, sonst was. Wahrscheinlich EP. Okay, killing all the monsters. Okay, die Dinger können wir immer noch nicht rein. Hier drin dürfte eigentlich keiner mehr sein, oder? Und nee, hier können wir ja eh nicht rein. Okay.
Ja, welche Monster denn? Hier ist doch niemand mehr. Hier ist nur noch ein Meth-Kit. Ah, dass ich nicht mal rankomme übrigens. Wohlgemerkt, ich komme da nicht dran. Das ist ein blockierter Raum. Wo sind denn jetzt hier noch Zombies? Ist der eine Zombie, der vielleicht dort im Boden gebackt ist vorhin, der sich noch bewegt hat? Hätte der noch sterben müssen oder wie? Ich kapiere gerade gar nichts mehr. Ist ja nicht so, dass wir da nicht einfach drüber klettern könnten oder so. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Zuerst sagst du mir, ich komme da erst durch, wenn alle tot sind. Dann gehe ich hin, dann geht sich auf. Und dann kann ich aber aufschießen. Ach nein. Oh. Verdammt. Was seid ihr nur für Bestien? Ihr grausamen Alien-Monster. Moment, ich muss hier mal durch. Mach dir mal vom Acker-Mumie. Ich muss hier durch, danke. Oh ne, da spawnen die Nächsten. Was ist das denn hier für ein Witz? Haben wir jetzt vielleicht langsam irgendwie, keine Ahnung, ein Sturmgewehr oder so? Die Waffe scheint ja nicht allzu viel zu bringen. Ist ja nur eine Schrotflinte. Könntest du mal weggehen? Ach, das sind Werwölfe! Warum? Was will das Spiel von mir? Ich muss mal nachladen. Könntest du das lassen? Ja, sehr nett von dir. Ich glaube irgendwie, die können gar nicht sterben. Werden das immer mehr? Oh. Fucking Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Also ich glaube, die können gar nicht sterben. Ich glaube, ich muss die Mumien abknallen. Guck mal. Okay, wir haben nur diese fucking Shotgun. Und die Pistole noch. Oh nein! Dracula ist wieder da! Oh nein! Ich sterbe, hilf mir! Oh nein, der alte Nazi-Polizist ist auch da! Kann ich mal durch hier? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Angeblich treffe ich den Typen nicht. Willst du mich verarschen? Okay, ich vermute mal, ich muss halt wirklich einfach... Keine Ahnung, die sterben ja auch überhaupt nicht. Ihr habt ja gesehen, wie oft ich mit der Schrotflinte auf den draufgeballert habe, auf den einen Typen da schon. Ist es... Komm, was ist das für ein Scheiß? Die spielen einfach nur. Nee, die sterben halt echt nicht. Ich bin gerade sehr froh, dass ich es nicht gekauft habe. Was geht denn? Was geht denn? Was ist das denn hier? Oh, die können doch sterben. Sieh mal einer an. Bleib mal stehen, bitte. Ich muss dich abschießen und so. Ah, okay. Man muss direkt einen Kopfschuss geben, oder wie? Kann ich jetzt mal runter hier, bitte? Ich komme hier nicht runter, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich stehe hier gerne oben. Ich komme hier einfach nicht runter. Wow!
Boah, habt ihr den gesehen, Alter? Das war Skill. Alter, den Skilly-Jump, Alter. Jetzt noch der Sniper gewesen. Er ist jetzt noch ein Sniper gewesen, Alter. Dann hätten die aber echt kassiert, ne? Wie lade ich denn die Waffe nochmal nach? R1, ja, natürlich. R1 ist natürlich auf jeden Fall so eine Nachladetaste. Kennt man ja. Wegen was denn? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich bin einfach festgesteckt. Och nee. Nein. Das war Skill, Leute. Oh, ich häng wieder. Was ist das für ein Spiel? Man hängt in jeder Ritze fest. Jetzt komm her, du Sau. Ja, schön, dass das Messer so viel bringt. Also Wahnsinn. Effektiv. Das ist ein effektives Messer. Alter, das Spiel ist doch ein Witz, oder? Wo ist meine Schrotflinte? Meine Schrotflinte ist weg! Boah, jetzt habe ich sie wieder. Alter, was ist das? Was ist das für ein Game? Ich bin ziemlich froh, dass es eine Demo gibt. Hätte ich mir das gekauft, dann... Och nee, jetzt komm schon. Man berührt ihn in Millimeter und hängt an ihm fest einfach. Gib mir doch mal eine Granate, Spiel. Was bin ich denn für ein billiger Cop? Ich hab nix. Cops in Amerika brauchen Granaten. Alter. Wer auch immer dieses Spiel gemacht hat. Ich hoffe, du schämst dich. Ich hoffe, du schämst dich. Kommt denn das Würstchen jetzt her? Scarf? 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 Ach nee. Nicht schon wieder. Boah, ne. Was ist das für ein Spiel? Ich krieg jetzt... Oh. Vor allem, warum wechselt sich dauernd die Kombination, wo die Schrotflinte drin ist? Wo ist sie? Ich habe alle Tasten durchgedrückt. Die ist weg. Alter. Die Schrotflinte ist einfach weg. Okay. Die Tastenkombination, ich kapiere sie einfach nicht, warum. Ey, sind es jetzt mehr als vorhin? Alright, ich muss mal nachladen. Aus. Guck mal, ich habe das Spiel des Jahrtausends gefunden. Guck's dir an. Wahrer Spaß für die ganze Familie. Oh nein. Guck, wenn sie einen einmal berühren, steckt man auch fest und stirbt. Guck's dir an. Guck sie dir an. Die Penner. Spiel ist aus. Last zuletzt Level. Ach komm, leck mich doch sonst wo. Was ist das denn für ein Spiel? Okay, ich versuch's. Also ich werde es bis zum Ende spielen. Aber es werden dann wohl doch mehrere Folgen als erwartet, ne? Ich hoffe trotzdem, dass da
Hat euch gefallen? Lasst gerne eine Bewertung da. Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch denn gefallen hat, mich leiden zu sehen. Und bis dahin, Tschüssikowski und goodbye. Ciao.